Für hunderte Millionen Dollar hat Jordan Belfort wertlose Aktien verkauft. Dafür wurde er verurteilt und kam ins Gefängnis. Ein Betrüger also. Aber immerhin hat er es geschafft, für hunderte Millionen Dollar Aktien zu verkaufen. Kann er uns die Kunst der Überzeugung, des Einflusses und des Erfolgs beibringen? Ich denke, manches können wir bei ihm lernen, anderes nicht. Aber schauen wir uns das Buch im Einzelnen an. Kurz zum Autor. Jordan Belfort war Börsenmakler mit einem eigenen, sehr erfolgreichen Unternehmen. Aber der Erfolg war auf Betrug gebaut. Belfort kam ins Gefängnis. Dann schrieb er seine Memoiren »The Wolf of Wall Street«. Das Buch ist gut geschrieben. Man merkt, wie viel Spaß Belfort das Betrügen gemacht hat. »Der Wolf der Wall Street« wurde verfilmt mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Um rund 200 Millionen Dollar hat Belfort seine Kunden betrogen. Das heißt auch, er hat für 200 Millionen Dollar Aktien verkauft. Vom Verkaufen scheint Jordan Belfort also etwas zu verstehen. Dazu passend ist ein neues Buch auf Deutsch erschienen, Way of the Wolf. Die Kunst der Überzeugung, des Einflusses und des Erfolgs. Eine Grundregel für den Umgang mit Menschen ist, wecken Sie in den anderen lebhafte Wünsche. Eine Erkenntnis von Dale Carnegie. Jordan Belfort handelt genau danach. Er erzählt von seinen eigenen Erfolgen, er erzählt, wie ungebildete und unzivilisierte junge Menschen zu Verkäufern ausgebildet wurden. Zitat: Faktoren wie Bildung, Intellekt und natürliches Verkaufstalent wurden zur reinen Nebensächlichkeit, die man leicht ausgleichen konnte. Das erste Kapitel schließt mit den Sätzen: Denken Sie einfach immer an die Worte von Spider-Mans Onkel aus dem ersten Spider-Man-Film. Mit großer Macht, warnt er, kommt große Verantwortung. Dieses Buch wird Ihnen diese Macht verleihen. Ich bitte Sie inständig, sie verantwortungsvoll einzusetzen. Wie man zur großen Macht kommt, darüber kein Wort im ersten Kapitel. Der Leser wird ungeduldig und fragt sich, wann kommen endlich die guten Kniffe? Und so hat einen Belfort an der Angel. Als Leser wünscht man sich, nach diesem Kapitel vor allem, dass einem die guten, machtvollen Ratschläge verkauft werden. Konkret also, Belfort sagt nicht nur, wie man verkaufen soll, er führt den Verkaufsprozess auch vor. Im nächsten Kapitel gibt es dann Einblicke in ein früheres Vertriebstraining von Belfort. Ein paar Tipps zu Verkaufsgesprächen mit dem Erfolg der Teilnehmer. Mit dem Erfolg, dass innerhalb von 90 Tagen jeder einzelne von ihnen ein millionenschwerer Verkäufer geworden war. Ja, wecken lebhafte Wünsche. Dann wieder ein Stück soliden Verkäuferrates. Letzten Endes ist Schmerz der stärkste Motivator von allem. Er veranlasst Menschen dazu, sich schnell von dem zu entfernen, was für sie die Quelle ihres Schmerzes ist, und sich dem zuzuwenden, von dem sie glauben, dass es ihren Schmerz beheben wird. Im Grunde genommen erzeugt Schmerz eine gewisse Dringlichkeit, was ihn zum perfekten Mittel für den Abschluss dieser schwierigen Verkäufe macht. Aus diesem Grund ist es absolut wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, um genau herauszufinden, worin der Schmerz Ihrer Kunden besteht und woher er kommt. Die Teilnehmer üben Tonalität und Körpersprache. Tonalität kann man in einem Buch schlecht abbilden. Im Buch finden sich immer wieder Links zu Tondateien. Das ist eine gute Idee. Bei mir haben diese Links aber nicht funktioniert. Jordan Belfort erklärt den Teilnehmern, dass sie mit ein wenig Übung den richtigen Tonfall und die richtige Körpersprache unbewusst, das heißt automatisch, einsetzen werden, wann immer sie sich in einer Situation befinden, in der sie Einfluss nehmen wollen. Aber bis dahin müssen sie besonders darauf achten, dass sie bei jedem Wort und jeder Wendung bewusst den richtigen Ton anschlagen und die richtige Körpersprache verwenden. So stellen sie sicher, dass ihr potenzieller Kunde fest in ihrem Einflussbereich bleibt und nicht innerlich abschaltet. Das R auf dieser Abbildung steht natürlich nicht für das Wort Verbindung, sondern für das Wort Rapport. Das wiederum ist ein Fachbegriff aus der neurolinguistischen Programmierung, abgekürzt NLP. NLP ist ein psychologischer Werkzeugkasten, der im Verkauf gerne geschult und eingesetzt wird. Einige Werkzeuge sind etwas seltsam, andere Werkzeuge kommen aus der akademischen Psychologie. Tony Robbins und andere Verkaufs- und Motivationstrainer setzen gerne NLP ein. Lehrer und Dozenten auch. Ja, auch ich habe einige NLP-Seminare genossen. Und im Grunde kann ich damit diese Buchvorstellung schließen. Jordan Belfort liefert eine Einführung in das NLP für Verkäufer und ergänzt dieses mit Tipps aus der Vertriebspraxis. Damit zurück zur Eingangsfrage. Kann Jordan Belfort uns die Kunst der Überzeugung, des Einflusses und des Erfolgs beibringen? Nein. Das Buch behandelt Verkaufen, nichts weiter. Aber Verkaufstechniken, Verkaufstipps und NLP für Verkäufer werden solide dargestellt. Wer noch keine Vorkenntnisse hat oder wer eine Auffrischung sucht, der wird hier fündig. Wer sich mit dem NLP und Verkaufsgesprächen schon auskennt, der wird hier nichts Neues finden. Wer aber über Erfolg etwas wissen will, insbesondere über finanziellen Erfolg, der sollte lieber ein Buch wie die Psychologie des Geldes lesen.
Für dieses Buch habe ich ein eigenes Video erstellt und ich freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin.